Und herzlich willkommen hier wieder bei mir, der Caro. Und ja, Summoners War. Und zwar, ey, ich habe mein Lieblingsmonster bei jemandem in der Freundschaftsliste also ich bin bei einem anderen Account drauf, ja, und habe hier die Himmelstänzerin in Dark gefunden. Ich finde sie einfach nur mega. Und dann dachte ich mir, okay, ich will eigentlich ein Opening hier machen, aber ey, ich will unbedingt mal mit der spielen, genauso wie mit ihr hier, mit der Iris. Jo, Maggie Ritter und go! So, zeigt uns, was ihr drauf habt, ja. Ey, ich liebe dieses Monster, ja. Himmelstänzerin Dark, ich liebe sie. Warte mal, nicht Automode, ja. Ich will die erste Attacke mit ihr starten. Ah, was kann sie? Attackiert mit einem versteckten Klinge. Der Schaden steigt je niedriger die HP. Ignoriert alle schadensreduzierenden Effekte des Gegners, wenn die eigene HP unter 50% senkt. Okay, regeneriert und greift. Ach ja, komm, mach mal. Mach mal irgendwas. Ja, kling, 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 kling. Ah, boah, das ist einfach nur, boah, Hammer, ey. So, macht mal. Ey, ich liebe, ohne Mist, dieses Monster. Ich will das von Anfang an haben. Ich will auch die in Licht haben. Ich will alle Himmelstänzerin haben, weil für mich, mir persönlich, gefallen die Himmelstänzerin vom Optischen am besten von allen Monstern. Da hat kein anderes Monster eine Chance. Ja, ich mag japanische Filme. Oder wie auch immer, ja, so Geisha-mäßig, nee, Quatsch. Nee, aber das ist ein so hammergeiles Monster und ich knutsche die ganze Zeit mit meinem Stuhl rum. Übrigens, Leute, ich bin krank, das heißt, es kann sein, ja, das ist bei mir jetzt wirklich richtig ausbricht, die Krankheit, dass es jetzt vielleicht ein bisschen weniger Videos gibt oder, ja, oder kürzer und deswegen seht ihr auch kein Bild, weil ich total für den Arsch aussehe. Mir tut der Hals weh, das gibt's gar nicht. Ja, jetzt hat's mich auch mal getroffen. Vor einem Monat war der Robbe dran oder vor anderthalb Monaten, jetzt bin ich dran und das ist richtig, richtig schlimm, aber naja gut. Aber warum wir hier auf dem Account sind, ja nicht um hier die Himmelszentren in Dark in Aktion zu erleben, I love this monster, nein, wir wollen natürlich hier die Beschwörungen machen von Phoenix Blade. Er hat ja schon mega geile Monster, er hat schon Zyros und. Aber naja, gut. Also wir haben einen legendären, ja. Wir haben 50 mystische Schriftrollen und keine Sonderbeschwörungen. Ey, ich freue mich ohne Mist, jetzt hier diese Rollen hier alle zu öffnen. Ich muss mal mein Pad ganz kurz noch ein bisschen näher an mich hier herannehmen. Ja, genau. So, okay. Wir fangen an und ja, mal gucken, was rauskommt. Schon mal kein Blitz. Elfenwächter. Wow. Frankenstein. Wow. Magieschützer. Wow. Happy? Nö, wollen wir auch nicht. Wir wollen Blitze und wir haben einen Blitz. What? Schon wieder 105, Mann! Oh mein Gott, ey. Ohne Mist. Warum habe ich mit Debbie nicht so viel Glück gehabt? Affenkönig, Wind. Für was brauchen wir Sonderbeschwörungen? Hä, wenn es auch so geht? Wow. Geil, er ist zwar nicht der in Feuer, aber der ist auch hammergeil. Wir gucken uns den aber auch gleich nochmal zusammen an. Ey, Mann. Oh, schon wieder 105. Das gibt's nicht. Also entweder wirklich, Leute, ich habe Glück hier in diesem Spiel, einfach nur zu drücken und die richtigen Zeiten anscheinend abzupassen oder nicht. Oder die Droprate ist erhöht worden. So viele Nat 5, wie ich zurzeit hier irgendwie auf irgendwelchen Accounts, ob es meiner ist, ob es andere Accounts sind. Es ist unglaublich. Und wir haben noch einen Blitz. Komm, gib es noch einen Nat 5. Nein! Das gibt es nicht! Das kann nicht sein! Was schreiben die Leute? Das gibt's nicht. Das geht nicht. Das geht's. Nee. Nein. Ach Quatsch. Come on. Nein. Nee. Wir haben Affenkönig und wir haben er again, ja. Yes. Lol. Oh mein Gott, lol. Hat irgendwo die Gilde? Nee. Scheiße, Gilde. Die schreibt nichts. Was ist hier los? Oh mein Gott. Hammerhart, das erste Mal, dass ich 205 an einem Account auf einmal ziehe. Komm, wir hauen noch die Legendäre jetzt rein. Hauen wir sie rein und komm, holen wir uns noch was. Komm. Ah, scheiße. Oh, Hammer, was ist hier los? Erzengel, Wind. Hallo, Erzengel, Wind. Versteht ihr? Wind. Boah, wiederbeleben, alles. Ey, Mann, Hammer. Krass. Meine Fresse, mein Hund weiß gar nicht, was los ist. Ja, die sitzt hier unter mir und denkt, ich sterbe. Wir hatten da zwei Blitze, Mann. Und dann hatten wir 205. Und wir haben noch einen Blitz. Komm, komm. Ah,
Aber eine Lisa! Hey, come on! Lisa, richtig geil hier. Ja, Raid kann man auch gut benutzen oder halt auch natürlich für Necro, ja, durch diese Attacke. Entfernt alle schädlichen Effekte aller Verbündeten, danach greifen drei zufällig ausgewählte Verbündete einen Gegner an. Rah, richtig geil. Lisa, hammergeiles Monster. Oh, come on, gib uns noch was, ey. Ohne, ich bin so lucky jetzt. Warum hat das bei Debbie nicht geklappt gestern? Ich habe ja gestern bei, oder ich, ja, vorgestern, wie auch immer, gestern, das... Hoches Wasser, ey, wir ziehen hier nur mega geile Monster. Auf jeden Fall haben wir beschworen, ja, und es war kein Nat 5 dabei und sie hat immer noch kein Nat 5. Ey, was ziehen wir hier für Monster? Nur krass geile Monster. Gut, Phantom, die Feuer würde ich jetzt nicht unbedingt dazu zählen, ja, zu krass geil. Zu gut, aber nicht krass geil. Oh, Mann. Und übrigens habe ich nichts gegen den Halloween-Kürbis im Feuer. Nein, ich habe mir nur was anderes für Debbie vorgestellt. Ich mag den Halloween-Kürbis im Feuer auch. Ja, ich würde ihn auch gerne haben. Das Problem ist aber, dass Debbie nicht für Necro oder so braucht. Oder, ja, für Necro. Sie braucht irgendwie ein Feuermonster, ja. Das wäre mal richtig cool. Oder also ein Feuermonster, was so für alles so zu gebrauchen ist. Oder eine Chassoon, also sie hat auch gesagt, so ein Heiler oder so, scheiß doch auf Angriff, aber heilen oder sowas, weißt du? Und da bin ich so ein bisschen in der Einstellung reingegangen, also ich habe überhaupt null gegen den Halloween-Kürbis, ja? Also nur mal nochmal so nachträglich, deswegen habe ich mich da nicht so unbedingt gefreut, so wie hier. Ey, ich muss mir die Monster jetzt mal angucken, ich kann nicht mehr, wir haben hier 205 gezogen. Ey, der glaubt mir das nicht, der glaubt mir das nicht. Hat der schon mal geschrieben? Ich muss unbedingt gucken. Nee, er hat noch nicht geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob er das jetzt checkt, dass ich hier auf seinem Account schon bin, weil ich habe mal 10 Minuten eher angefangen. Ey, Mann, wir haben hier den Erzengel, ja? Und wir haben den Affenkönig, der kommt nicht mehr aus dem Staun raus, der Typ. Alles beides Wind, ja? Ey, der kommt da nicht mehr raus. Haben die noch irgendwas geschrieben? Hier oben? Nee, ey, ohne Mist. Ich habe immer mir schon das so gewünscht, dass endlich mal hier irgendwas kommt. Also zwei hintereinander, ja. Also überhaupt, dass ein Nat 5 kommt, ist schon mal mega. Ja, also. Oh, aber ey, wir haben zwei gezogen und auch noch so zwei gute Nat 5. Oh, natürlich Affenkönig Feuer ist natürlich, ja, das ist natürlich, das toppt natürlich dann alles. Aber ey, wir brauchen keine Sonderbeschwörung. Wir kriegen den Affenkönig auch so, ja. Oh, geil. Und ich bin krank, ey, und schrecklich. Aber so ein Erzengel zum Beispiel würde ich auch gerne haben, ja. Aber bin ich schon ein bisschen neidisch, ne? Oh, und wir haben noch einen Blitz. Und was kommt? Noch Horus. Horus Wind. Hey, wir haben Horus Wasser und wir haben Horus Wind. Natürlich ist Horus Wasser natürlich mega geil. Wind würde ich verfuden für den in Wasser. Wow. So. Ach, kriegen wir noch einen Blitz? Ey, das ist eigentlich schon viel zu viel, was wir hier bekommen haben. Es ist eigentlich unmöglich, dass wir jetzt noch irgendwas ziehen und wir haben noch einen Blitz. Noch eine Lisa. Ho, naja, hast du zwei, ist auch nicht schlecht, oder? Da kannst du hier Battle-Battle-Angriff machen, ist schon tot, der Gegner. Und wir haben noch einen Blitz. Mann, was ist hier mit der Blitzquote? Eine Himmelstänzerin und wir reden noch von ihr, ja, und sie ist dabei, ja. Feuer-Himmelstänzerin, einfach nur geiles Monster, sieht hammergeil aus, hat geile Attacken mit ihren Fächern, die Gegner angreifen, mit ihren Heilen, ja, Angriff erhöhen und die erste Attacke, dass der Gegner nicht mehr trifft, ja, verwirrt ist in seinem Kopf. Boah, ey, hammergeile Schlange. Also es tut mir übrigens leid, wie gesagt, dass ihr jetzt nicht die Cam seht oder so, aber ich sehe einfach nur total für den Arsch aus. Das ist nicht zumutbar, ja. Das ist einfach nicht zumutbar. So wie die Nat 5 hier ist das nicht zumutbar. Oh mein Gott, ey. 205 Bestienjäger. Das hatte ich noch nie. Das hatte ich noch nie. Noch nirgendwo. Ah, und wir haben noch drei Rollen und wir haben noch einen Blitz. Wir haben noch eine Chance. Ein Toast zu ziehen, wie bei Debbie gestern. Oder gestern, wie auch immer. Scheißegal. Ja, wir haben noch einen Toast. Also, wie gesagt, gut für Tor. Haha. So, lebende Rüstung. Und letzte Rolle. Und Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Ich würde hier noch eine Kristallbeschwörung am liebsten machen, ja, aber ich traue mich nicht. Wir haben hier schon so gute Sachen. Ey, wir haben. Leute, wir haben 1 und 2 Nat 5. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nat 4 gezogen bei 50 Rollen oder 51, ja, mit der legendären. Ey, unglaublich, ohne Mist. Zum Affenkönig. Was kann unser Affenkönig? Greift mit dem Affenzauberstab. Wow.
an und betäubt den Feind eine Runde lang mit einer Chance von 35%. Dann hier. Was? Blitzaffenzauberstab. Ja, nochmal. Greift an und reduziert zwei Runden lang die Verteidigung mit einer Chance von 75% und regeneriert deinen Angriffsbalken um 50%. Einfach nur Hammerattacke. Und hier die Passive. Reduziert den erlittenen Schaden um 25% und reagiert mit einer Chance auf Fußball mit einem Gegenangriff, wenn ein Verbündeter angegriffen wird. Wow. Und hier erhöht die HP verbündeter Monster um 33%. Das heißt, es ist auch noch eine richtig coole Leader-Fertigkeit an sich. Hier für zum Beispiel Raid. Ja, für einen Raid-Boss. Hammer, Hammer. Gut. Einfach nur, ja. Weil, ja. Einfach nur genial. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, ja, dass man hier zwei... Das gibt's nicht. Ich will den Account haben, was ist hier los, ja? Hier, Zyros, hier, wir haben in Rittish, ja, wir haben die Bess, ja, die Hell Lady in Wasser. Wir haben hier Sierra, das geht gar nicht, ja? Wir haben hier natürlich Iris, auch geiles Monster, ja? Affenkönig haben wir in Aktion gesehen, Erzengel, ja? Oh mein Gott, ey, wir haben so gute Monster. Was für ein Account. Hat der vielleicht noch im Lager irgendwas? Nein, nichts Phänomenales. Anubis Wasser ist halt cool, wenn man gegen sowas wie mit... Ja, gegen... Ja, wie einem Erzengel halt so und gegen spielt, ne? Der halt so wiederbelebt oder so. Ein Pirna ist Anubis Wasser gar nicht schlecht. Was kann der Erzengel? Oh, jetzt versagt langsam die Stimme, ich merk's. Greift mit einem himmlischen Schwert an und fährt einen stärkenden Effekt mit einer Chance von 75%. Die Angriffskraft erhöht sich deiner Verteidigung entsprechend. Regeneriert die HP eines Verbündeten um 50% und belebt einen toten Verbündeten mit voller HP wieder. Stattdessen verlierst du die Hälfte deiner aktuellen HP. Und hier, ne? Erhöht die HP verbündeter Monster mit Windattributen um 50%. Okay, Windattribute, ja gut, okay, aber da kannst du dann hier deinen Affen, ja, 50% statt 33% mehr HP für alle, kannst du 50% geben. Wow, genauso wie dein British ist ja auch wichtig, dass der viel HP hat, ja, oder Shasun, den kennst du einfach mit denen hier, ja, Shasun, ein Sarah, ein British, ja, ein Affenkönig und ein Erzengel, ja, hast du so ein Windteam, das flasht echt alle weg, oh mein Gott. Also hammer, hammer geil. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, das Video. Und ja, Phoenix Blade, herzlichen Glückwunsch zu deinen neuen 2 Nat 5. Das hätte ich echt nicht gedacht. Und es tut mir auch leid, Leute, dass ich so ein bisschen krank bin und ein bisschen ja, verschnupft und ihr, wie gesagt, kein Cam-Bild seht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ihr könnt hier unten schreiben, ob ihr mir das verzeiht. Ja, und will jemand auch noch ein Opening oder mehrere Openings oder wie auch immer oder... Ich würde mich auch nur freuen, also jetzt, das soll keine irgendwie hier Aufforderung sein, das ist es nicht, ne? Das ist alles freiwillig, aber ich würde gerne mal einen haben, so mit 200, 300 Rollen, ja, hatte ich auch noch nicht, das höchste waren jetzt 100 und ein paar zerquetschte Rollen, und einer sammelt auch, glaube ich, zurzeit noch für mich, der so halt so übelst viele Rollen sammeln möchte, aber falls das irgendjemand hat, auch natürlich hier, ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier Openings machen darf, weil ich mich einfach nur freue, auf diese ja, auf meinen Touch zu drücken und dann 5 Sterne. Nein, oder auch nicht. Also wie gesagt, danke fürs Zugucken, Leute. Bis dann und viel Spaß und bye bye. Tschüss.